Dann kommen wir zur nächsten Übung. Lass es einmal durchlaufen und man sieht, worauf das hinausläuft. Ich kann kurz das Ende mal zeigen. Also im Prinzip sieht das aus wie so ein Horn. Also was jetzt hier mit einem großen Durchmesser beginnt und dann quasi auf einen Punkt zuläuft, entlang eines 3D-B-Splines. Ja, das ist zum Beispiel mit Sketcher nicht möglich, diese Konstruktion. Das muss man mit Arch machen, das geht nicht anders. Wobei ja, wenn man anhand einer Kante wieder entlang hangelt, mag das wieder gehen, aber wenn das jetzt sich verknotet, dann geht es halt nicht mehr. So, und das ist jetzt hier in 1 Minute 45 machbar. So eine komplizierte Geschichte. Da lernen wir jetzt den Befehl Sweep kennen. Den hatten wir im letzten Anfangskurs nicht gehabt. Da ist es was Neues. So, ich lasse mal einmal durchlaufen, um zu sehen, damit man sieht, wie das läuft. Also da fangen wir wieder an mit unserem 3D-Punkte-Raster. Das haben wir schon mal gehabt. Das ist für solche Aufgaben, finde ich, sehr gut geeignet. Und in diesem Punkteraster erzeugen wir dann ein B-Spline. Und das muss jetzt nicht ganz genau die Punkte treffen, die ich hier habe. Es geht ja nur ums Beispiel, man kann auch andere Punkte treffen. Wenn der B-Spline zu extrem wird, zu scharfkantig wird, dann könnte es Schwierigkeiten geben mit dem Sweep. Also das ist nicht begrenzt, nicht maximal belastbar. So, jetzt kommt hier ein Trick, den ich ganz gerne anwende, wenn man jetzt bei so einer B-Spline eine normalen Konstruktion braucht, also eine Fläche, die darauf senkrecht steht, dann kann man so eine kurze Linie erzeugen und die dann zum Rohr machen und von dem Rohr einfach dann die Arbeitsebene abgreifen. Das ist ein kleiner Trick. Der hat im Prinzip eine Restungenauigkeit, aber bei so einem B-Spline, der freihändig gemacht wird, ja oft spielt das eigentlich keine Rolle. Also mir ist kein Fall bekannt. So, und der hintere Teil ist sehr klein. Das sieht aus wie eine Spitze, ist aber dann doch noch eine Fläche oder Ebene. Und dann kann nämlich der Sweep damit arbeiten. Es kann auch sein, dass er mittlerweile mit dem Punkt auch klarkommt. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber so gehen wir auch nochmal sicher. Und jetzt lernen wir hier diesen Sweep-Kommando kennen, wie das abläuft. Und da gibt es dann eine Sache, die in der 22er Version etwas anders gemacht wurde. Und ich kann es hier mal zeigen. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel an der Stelle ist, wo man man muss jetzt hier umschalten. Also wenn man jetzt hier in diesem Sweep-Kommando drin ist, dann schaltet man hier um auf Modell. Und das ist manchmal unübersichtlich und manchmal hängt man auch mit irgendeinem Befehl fest. Und wenn man auf Aufgaben schaltet, dann kann man sehen, wo man feststeckt und so. Das fand ich immer ein bisschen schwierig, auch für die Lernenden, dass man also da jetzt darauf achtet, was ist jetzt hier aufgeklappt und wo geht es weiter. Da zeige ich euch jetzt mal die aktuelle 22er Version. Da kann man das so einstellen. Ich mal gucken, ob ich das schnell finde hier. Genau, da gibt es unter Allgemein Baumstruktur Ansichtsmodus und Combo Ansicht ist die alte Einstellung und das neue ist, die man einschalten kann, das ist nicht von vornherein so, Baumansicht und Eigenschaften Editor. Und wenn man das aktiviert, dann erscheint rechts die Kombo-Ansicht und der Eigenschaften-Tab. Und links hat man die Aufgaben oder auch das andere, was dann eben sonst verborgen ist, wo man teilweise dann nicht bemerkt, dass da irgendwas offen ist und man wundert sich, dass man nicht weiterarbeiten kann. Das verbraucht zwar weitere Fläche hier, das heißt also, das 3D-Fenster wird dadurch weiter eingeschränkt. Aber heutzutage bei den großen Bildschirmen halte ich das also für vertretbar, das so zu machen. Das ist ja auch, wie gesagt, nur auf Wunsch
So, das ist ja nur dann, wenn man es haben möchte. Das würde ich aber wenigstens zu Anfang empfehlen, wenn man dann mit der 22 jetzt irgendwann arbeitet und da noch am Üben ist, dass man dadurch eine bessere Übersichtlichkeit bekommt und eventuell ein paar weniger Stolpersteine hat, wo man sonst vielleicht mal sich gewundert hat, dass man nicht weiterarbeiten kann. Ja, also ich kann mich daran erinnern, wo ich mit FreeCAD angefangen bin, hatte ich das oft, dass ich der Meinung war, jetzt hängt das System, aber in Wirklichkeit hatte ich noch irgendeinen halb angefangenen Befehl, der irgendwo im Hintergrund noch aktiv war und konnte deswegen nicht weiterarbeiten. Und das System hat einwandfrei funktioniert, ich hatte es nur falsch bedient.